War zu langsam. Das ist egal, hier geht sowieso alles bei mir ab. Bei mir gibt's Fights. Aus wie ein normaler Dodo, aber ich will ihn trotzdem haben. Willst du ja? Ja. Warum wird das auf einmal so dusterlich? Du dusterlich? Dusterlich. Ist so nebelig und dusterlich und dementsprechend sehe ich kaum noch was. Siehst du wenig Licht, ja? Fast gar nicht Licht. Ne Licht. Dusterlich. Achso. Wo habe ich meinen Griffin eigentlich geparkt? Da oben, ne? Und dann bin ich runtergefallen. Das war. Frozen Pyromane. Frozen Pyromane. Ich gehe sie so was von. Ja. Ich komme mit. Ich glaube, ich komme mit. Frozen? Ja, in eine Frozen Pyromane. Wie kann eine Frozen eine Pyromane keine sein? Wollen wir rausfinden. Kommst du mit? Einfach. Na, bist du Frozen hier halt. Tschüss, nein, ich komme mit. Stopp. Halt. Ich pack die jetzt hier gleich ein. Sekunde. Kein Kommentar-Chat. Ich will nichts hören. Der Dodo wird jetzt hier eingepackt gleich. Ja, aber der Dodo verliert dann seine Glitzer. Egal, egal, egal. Dodo, ich will los. Ja, warte doch. Eine ich Sekunde. Will sie haben. Ja, gleich. Warte. Ja, 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 ja. Ja, oder wir sagen, er bleibt hier stehen und überlebt das hier alles. Kann bitte auch so ein Glaubens. Dann mach ich jetzt hier. Dorkonus, bitte so ein geiles Spawn, danke. Zack. So, Ready Point. Ich komme. Nein, ich komme. Ah. Der folgt dir noch. Beruhig dich. Okay. So, beruhig jetzt. Dich. Nein. So. Wenn er sich beruhigt, ab geht's. Weg, bevor er. Kann ich bei einem von euch mitfliegen? Ich hab nur einen Argent. Ich hab nur. Also, ich hab Dodo schon auf dem Rücken. Komm zu mir, Kim. Kannst du den Griffin haben? Was? Willst du nicht mitkommen? Nein, ich möchte nicht mit. Bei einer Frozen Pyromane. Der wird doch eh gezählt werden, dann können wir uns. Der wird eh gleich gezählt, also der kommt gleich eh nach Hause. Na ja, gut. Und wenn es 100 Jahre dauert, den zähm ich. Jodo. Hast du verstanden? Ich guck nur zu, ich werde dich helfen. Ich bräuchte mal eben was zu trinken. Du hast gesagt, du hast da. Wo ist denn dein Argent, dein Griffin Dex? Hier oben bei mir. Wenn ich dann hier mal fertig bin, möchte ich auch irgendwann mal was sehen. Kriegst du hin? Eigentlich sollte er mir folgen. Müsste jetzt losfliegen, glaube ich. Ja. Macht irgendeine Action bei mir. Fest. Ich glaube, sie ist über uns. Über uns? Hm, ich glaube. Ja, ich will hier unten wird wieder irgendwas angegriffen. Eine Dire. Oh. Nein, Dex, du bist von einem Dire-Bär angegriffen. In der Base drin oder draußen? Der zeigt ja. Ich hatte den Wach und dir bei dir vor der Tür gestellt. Naja, gut, die waren Level 33, ne? Oh, was für eine. Danke dir, Dex. Ich passe gut drauf irgendwas. Auf. Mach das. Deine Seele gehört jetzt Akuma. Ich habe jetzt nichts mehr damit zu tun. Oh, ich bin rausgeflogen und ich habe nichts getan. Ich meine, Fierce ist wahrscheinlich irgendwas mit Fighty und Goth ist wahrscheinlich irgendwas mit Schwarz und Luna scheint irgendwas mit Springen zu sein und Dodo ist halt ein Dodo. Hm? Ja, Dodo ist halt ein Dodo, stimmt. Habe ich irgendwas falsch? Hast recht. Nee, das ist so richtig. Was, war mir bei Goth nicht sicher. Heißt es wirklich nur, dass die Viecher schwarz sind? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung gerade. Die Viecher können bis zu 40 Farbdingern, glaube ich, haben. Kombination. Oh, sag mal, wie weit ist denn das? Flap, 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 flap. Wo könnte der sein, Dodo? Keine Ahnung. Weiter. Irgendwo, wo es warm ist. Weiter runter, vielleicht mal gucken. Welche Farbe würde er denn haben? Blau? Ja, weil es Frozen ist. Entweder ist er lunarmäßig oder Frozen-mäßig. Frozen-mäßig wäre der ist einfach eingefroren. Also er hat dann so eine Eisschicht um sich. Lunar halt kennst du doch, das ist so wie so ein Tektor. Ach so, kenn ich das? Nee, du wirst ja wohl einen Tektor kennen, so eine Tektor. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass das Lunar so aussieht. Also basiert das nicht auf Lunar im Sinne von Mond an sich, sondern eher im Sinne von Lunar aus Genesis. Eins. Wo ist dieses Vieh? Der hatte doch Koordinaten, hast du dir die nicht gemerkt? Doch, ich hab die auch hier als Dings. Was ist ein Test mit die? Ein Test mit die. Wird irgendwas getestet? Steht in der Beschreibung.
Das ist aber auch denn nur, Kim, das Gebiet. Und die bewegen sich schließlich auch. Wir haben ja jetzt eine Weile gebraucht, bis wir hier sind. Die kann doch jetzt schon wieder ganz woanders sein. Ja, sieht interessant aus. Ja, nicht nur blau. Du bist irgendwie umgezogen? Und hast, ach, du hast alles oben, glaube ich, ne? Kann das sein? Deine Materialien? Ja. Dodo. Hm? Was ist? Alles gut. Ich bin gerade konzentriert, suchen und sowas. Hören ist irgendwas aus. Mit Materialien. Hören ist ausgestellt. Ja. Hören aus, Keule raus. Genau so. Habt ihr mal darauf geachtet, dass die Pyromäne, wenn die kacken, Feuerbälle runterfallen lassen? Ja, das ist Charcoal. Ja? Ja, steht doch da, wenn du drauf guckst. Gruselig. Ich meine, es gibt Völker, es gibt eine Menge Völker da, wo es zum Beispiel recht kalt ist und wenig Holz vorhanden ist. Und diese ganzen Tundra-Stämme, die haben eigentlich immer Kot verbrannt von Pferden oder von Rentieren oder so. Unwahrscheinlich. Hat wohl angeblich nicht sonderlich gut gerochen, aber es war besser als zu öffnen. Petro. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht aufhören, das tut mir so leid. Genau, hier ist der Spawnpunkt. Ich glaube, ich stehe mal eben hier. Ich gehe mal hier runter. Seid ihr sicher, dass es meine lustige Feinde? Seid ihr sicher, dass es noch da ist? Weil der Ralle meint, das wäre doch despawned. Nein, das war was anderes. Wenn die spawnen, dann, also wenn sie sterben oder so, das steht dann oben drüber. Nicht töten. Das wäre nicht. Dodo. Nee. Ich bin gerade bloß rum und hab auf den Chat geguckt. Disappeared, das glaube ich, ne? Nicht Bandisch, sondern. Nee, ist auch noch da. Wird mir angezeigt. Wird allen auf dem Server angezeigt, wenn sie stirbt oder. Dingsbogen. Wie heißt denn nochmal? Ach, Conditioner. Also dann, wenn wir die gefunden haben, dann haben wir trotzdem einen Timer? Auch wenn wir schon angefangen haben zu zählen? Nee. Also, nicht, dass uns bisher begegnet wäre. Ich glaube, die bleiben, bis sie sterben. Die ist pink. Weiß jemand, wo mein Papierflieger gedings ist? Das ist aber echt mal nervig, immer wenn die Tiere überall wegfliegen. Du solltest deine Tiere vielleicht nach oben stellen, da werden sie wahrscheinlich nicht so schnell gegessen. Ja, das Problem ist, es war ja oben. Der Papierflieger, deswegen... Der hat bestimmt durch einen Angriff irgendwie. Pap! Dengel, 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 deng. Hm. Wo ist sie? Dodo. Okay, Pap wird nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Ich dachte, diese komischen Feinde zeigen ihm die genaue Location von den Teilen. Nein, sie zeigen denen nur, wo sie gespawnt sind in der etwa. Ja, aber dann muss sie doch da in der Nähe sein. Ja, aber nee, die geht ja auch jagen. Das heißt, die kann sonst wo inzwischen sein. Wir sind ja eine Weile geflogen, bis wir hier waren. In der Zeit kann sie sonst wo sein. Das hab ich auch mal. Kannst du mal einen Rallypoint da machen, wo sie gespawnt ist? Dass wir zumindest von da aus anfangen. Moment. Zack. Warte. Hier. Jetzt wollte ich meine Sachen jetzt alle hoch. Jetzt ist der Rallypoint weg. So, jetzt ist er genau da, wo sie gespawnt sein soll. Wie auf der anderen Seite der Karte. Auf der anderen Seite des Gebiets. Warum, was ist denn hier? Warum kann ich hier nicht rein? Die ist grün. Die ist richtig grün. Die ist richtig, richtig grün. Was ist denn hier? Ich verstehe es nicht. Das ist irgendwas, wo ich dagegen laufe die ganze Zeit. Da unten drin, dann kann sie auch oben drauf gespawnt. Ja, so schlau waren wir auch schon. Okay. Jetzt wollen wir den Quatsch hier mal hier vorne. Jetzt lande doch mal. Da ist gerade eine Shadow Man runtergefallen. Und explodiert. Das bin ich. Der war echt eine geile Brücke, Dodo, ey. Voll schräg. Ja, ich weiß, die ist super. Ich weiß auch nicht, was das für ein Murks ist, ey.
Ich habe ein bisschen Angst, dass sie vielleicht irgendwo drinnen gespawnt ist in den Felsen. Ah, das kann sein, dass wegen dem Tier ist, dass die da unten, dass ich nicht durch die Tür komme. Das stimmt. Jetzt habe ich der Kim mein Griffin gegeben und kann jetzt nichts hochtragen. Mit meinem Papierflieger. Der kann nichts tragen. Einfach nur. Er muss in der Rally Point schon wieder hin. Shit, ja. Er ist noch da. Habt ihr noch irgendwo ein Tier? Ich bin drüber. Du hast noch irgendein Flugtier bei dir rumfliegen irgendwo? Ja, ein Petri. Nee, Petri brauche ich nicht, habe ich selber. Irgendwas. Akku, hast du irgendwas? Oder nee. Pau, bei dir in der alten Base steht da irgendwie ein. Ja, Argentavis oder was? Also Argentavis hast du doch, Kim, ne? Ja, Argent, ja. Dann müssen wir mit den Laien jetzt. Ach, wie du denkst. Schief ist modern, ja. Ich brauche irgendwas zum Sammeln hier, zum Hochbringen. Wo ist der? Ich höre ihn, aber ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Ist was drin? Muss ich klauen kann? Nix. Kim, wenn du bereit bist, kannst du auch eine Brücke zu mir hoch ziehen, wenn du das möchtest. Oder ich mach's bei dir. Zieh's da runter. Jojo, gleich. Bald. Mal gucken. Erstmal die Struktur fertig haben. Danach überlege ich mir, wo ich da eine Brücke hinbaue. Gib mir nur eine. Zu mir. Recht. Sind die nicht da? Die Main. Ich hoffe, das mit dem Bug-Tanz. Ist sie direkt gestorben. Nein, das hatten wir gesehen. Das wird ja auf dem Server angezeigt. Könnte die unter der Lava sein? Ja, das kann auch sein. Kann einer von euch mal gucken gehen? Die können halt in der Lava schwimmen. Ist einer mit einer Shadow Main, damit man nicht gegrillt wird? Ich weiß nicht, ob man selber den Schaden noch kriegt, wenn du tauchst, sozusagen. Dodo, finde es raus. Hm? Dodo, let's was? Go! Tu was! Geh suchen! Oh Mann! Einmal Lava-Tower! Oh Mann! Er hat das Pech, dass er halt mit der Shadow Main hier ist. Dementsprechend darf er ich auch. Ich hab auch eine Shadow Main mit. Dann ist es mir egal, wer von euch beiden gucken geht. Einer. Nicht so, dass man keine Shadow Mains findet, ne? Das ist eine Pyromain, aber immer noch. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir Genesis spielen, meine ich Shadow Main, und wenn wir Center spielen, musste gerade überlegen, wo wir überhaupt sind. Dann spielen wir mit den Pyromains. Shadow Mains auf Fight. Pyro Shadow Frozen Aquamains. Ja, genau die. Das, was er sagt. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich Hasenzahn? Da ist er. Mr. Hasenzahn. Ihr seid euch sicher bei einem Punkt? Nicht, dass ihr die Koordinaten vertauscht habt? Nein, ich habe einen Shiny Tracker. Das kann man ja checken. Genau. Euer Shiny Tracker trackt nur nicht. Doch, er trackt genau da, wo die spawnen. Weil das steht da in dem Code oben drin. Ich habe keine Ahnung, Ralle. Wenn die Mädels meinen, dass das nicht so ist, dann ist das nicht so. Keine Ahnung. Nein, das war was anderes. Ich hab doch drauf geachtet, Junge. Das war was anderes. Junge! Junge, Bruder. Ich hatte 7 Stunden mit Idioten zu tun. Aber der Ralle ist doch kein Idiot. 130er Shadow. Kim, alte Szene. Ja, nu, wenn wir sagen, da stand was anderes, weil wir haben drauf geachtet, dann glaube uns. Glaube uns. Hier fliegt die ganze Zeit eine Mücke zu mir und die will irgendwas von mir. Also, könnt ihr mal fragen, was? Ja. Liebe Mücke, was möchten Sie von dem Typen? Eis. Was, die Mücke will Eis? Mir ist heiß. Ach, heiß. Die Mücke, die findet dich heiß. Ich glaube, sie ist von einer Shadow Man. Mann, Kim! Von einer Pyro Man angehüpft worden. Gern geschehen. Anbrennt man lange. Ja, 30 Sekunden. Finde den Fehler.
Wieso ist die eigentlich wieder groß, mein Kätzchen hier? Das habe ich doch klein gelassen. Machst du vielleicht irgendwas angegriffen? Wir bleiben dann auch klein. Nee, das ist groß geworden, das Ding hier. Also mal nicht meins, sondern die Katze hier. Macht Luna vielleicht unsichtbar? Nein. Mm-mm. Macht Luna vielleicht klein? Nein. Mm-mm. Luna hat einfach nur die Struktur von den Tech-Türen sozusagen. Was ist denn normal? Was ist denn mit meiner Tür los? Also das Vieh sieht im Prinzip aus wie eine eingefrorene Tech-Tür in feurig. Muss nicht sein. Ja. Es kann auch einfach nur eine Tech-Tür mit Feuer sein. Es kann auch einfach nur eine eingefrorene Tech-Tür sein oder eine eingefrorene. Das würde ich wirklich gerne sehen. Ja, ich auch. Das wollen, glaube ich, hier alle sehen. Ich hätte gerne wieder so einen Gurt für den Shiny. Danke. Wovon? What the heck? Also sie ist ja irgendwie nicht da. Ja, ich guck gerade auch schon recht weit unten, dass sie vielleicht, falls er runtergelaufen ist, wegen Happa Happa suche. Ich bin total lost hier. Aber ich glaube, wir werden die nicht finden. Doch, wir finden die. Meine Idee war auch, eine Doppeltür zu machen. Ich habe aber keine Materialien mehr. Die Materialien sind jetzt alle hier oben. Deswegen, hat ich das jetzt eigentlich aus dem Tier jetzt rausgenommen eben? Ach, habe ich hier noch drin. Wir brauchen einfach nur von da oben einmal diesen Sprung machen und schon ist er ganz unten. Ja. Hast du recht. Braucht man für die Shinies einen Sattel? Ja, die sind ganz normal. Wie Vanilla. Wie heißt immer das Hirsch? Megaloceros. Pass auf nicht, dass du den Megalodon-Sattel lernst. Und da gibt es ja alles, ganz viele Megalodon, Megaloceros, Megatherium, Megalosaurus. Alles total, total mega, das Spiel hier. Megaloceros musst du nehmen. Rotzelus? Megaloceros-Rotze. No, Rotzelotz. Der Rotzfotz. Was? Oha! Alles klar, guck mal. Okay. Hey, ich will diese Katze! Will diese Katze What auch. He says? Hallo, What Alpha she says? Fiber. What they said. Da irgendwie an den Asterix-Film von dem Team drauf. Klingt so Hobbit zu sein. Zack. Mit. Komm, put. Ich ist sie ja einfach über die ganze Insel gelaufen. Ich möchte doch nur die Katze. Ich möchte doch nur die Katze, Schmatzi. Ja, ich glaube, sie will dich anscheinend ja nicht. Ich bringe sie einfach um. Wow. Was bringt dir das dann? Ein Gramme. Ich habe zum Beispiel gerade, weil ich den Parasaurus getötet habe, habe ich einfach den Tech-Replikator gelernt. Ich kenne fucking Fiber, oder warte. Ja, hatte ich schon. Wer farmt nochmal Fiber ganz gut? Bär. Ich hab einen Bär. Ich hab einen Bär bei mir. Ich hab auch einen Bär hier. Pausbär steht hier rum. Pausenbär. Was? Ja. Da auf jeden Fall. Warum hängt die Katze in der Luft? Die ist eigentlich im Haus drin, aber irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Ich bin jetzt schon 700 Meter vom Rallye-Point weg. Ja. Die finden wir, ganz sicher. Habt ihr immer nicht gezählt, das Ding da? Wir finden sie nicht mal, Dex. Ich glaube, der Ralle hat recht. Der ist, glaube ich, nicht mehr da, das Ding. Der ist Nein, da. Wir kriegen eine Nachricht. Aber vielleicht haben wir die Nachricht ja schon bekommen. Ich gucke nee, jetzt mit dem Tracker. Der Tracker sagt, er ist noch da. Ist auch die Einzige, die noch da ist. Die Luna Paramane.
Gott, das ist nur alles gezähmt worden, ey. Muss ich mal wegehren. Und das Ding updatet die Location auch nicht? Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, nein, mal zu gucken. Mhm. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen. Genau beim Rallye Point. Also, ich spüre, sie ist hier irgendwo. Ich spüre ja, das. Erfahrungsgemäß wird sie tatsächlich irgendwo sein. Ich spüre das. Da sie noch da ist. Sitzt sie auch irgendwo in einem Felsen und wir sehen. Holographic Dimetrodon. Oh, ich komme hier nicht auch vorbei. Warte mal, ist Dimetrodon nicht der Kühlschrank? Nee. Der Dimetrodon ist das fliegende. Nein, das ist, ah, nee, das ist der Dimorphodon. Nee, Dimetrodon ist der, ja, das ist der Dings. Die Klimaanlage, ne? Genau, die Klimaanlage. Der kleine, der möchte gern Spino. Genau, ja. Der. Das nervige Fifi. Warum? Ja. Ich finde ich so gar nicht. Ich finde das voll gut. Oh nein, Katze. Kann ich schon über die Lava laufen. Ja, auch Wassergeräusche kommen, wenn man drüber läuft. Richtig schön ist das. Habt ihr den Megalotzeros einfach das Hirsch weggenommen oder steht der immer noch da unten? Der steht immer noch da unten. Wie keinem das Tier interessiert, weil das immer noch bei mir da unten steht und nicht mal drin einfach da hingeknallt. Ja. Fühlt euch das sicher, ja, das Ding. Ach du bist das, ach Dodo. Entschuldigung. Ach du, Du schon wieder. Der kurze Hoffnungsschimmer. Voll langweilig, ja. Du schon wieder. Ich will doch nur die Katze. Ja, wir wollen alle nur die Katze. Also ich will sie einfach nur sehen. Haben will ich sie nicht. Das wir wissen, was bei einer Frozen Shadow Man bei rauskommt. Du kannst sie halt auch züchten und du hast eine gewisse Chance, dass die Gene weiterkommen. Boah, ist das ekelhaft, zu Fuß hier lang zu laufen, ey. Das ist ja mega widerlich. Als Tier würde ich jetzt nicht wollen, hier rumzulaufen, ey. Ich würde direkt umziehen. Eine Insel weiter. Biester haben ja eine Reichweite. Ja. Ja, das haben sie. Die springen alles so an? Ja. Deswegen ja. Es ist egal, wo der Punkt ist. Die können tauschen. Vorsicht, ich bin das. Ich bring dich gleich um, Dodo. Ich schmeiß dich gleich ohne das Tigertier in die Lava. Es tut mir leid. Ich hab dich vorgewarnt. 3 Sekunden, nachdem ich gelandet bin. 3 Sekunden, nachdem du schon neben mir standest. Du hättest mich übrigens anzünden können, so, ne? Das ist dir bewusst. Ah, nee. Hab ich schon wieder verdrängt, dass ich das kann. Also das Friendly Fire ist sinnvoll, ist, finde ich, irgendwie semi-problematisch. Oh. Voll shiny. Ich glaube, das kann aber auch gehen. Nee, die ist hier. Die ist hier. Hardy! Was ist das für ein abgefahrener Name, ey? Da wird einem schlecht. Ich hab bei mir in der Base einen brennenden Kompi stehen, Dex, nicht Dodo, Dex. Brennenden Kompi? Ja. Das war auch so ein Shiny. Ja, das ist auch so ein Shiny, so eine besondere Art. Oh, cool. Kannst du dir angucken können. Kompis. Brennende Kompis. Ich bin jetzt schon wieder bei mir los. Weißt du, sie hier ist. Es bräuchte echt so ein Track-Ding, womit du das wenigstens wieder in die Nähe kommst. Oder dass sich das updatet, das Teil. Ich bin hier gerade noch am Farmen wie so ein Weltmeister, damit ich ein bisschen Materialien hier habe. In the Base, bei der Base.